Ja. Genau erinnere ich mich nicht, ich war ein kleiner Wicht von maximal 5 Jahren und bin Anfang der 80er mit meinem Großvater in Syrien Schmuggelwaren kaufen gefahren. In einem kleinen Dorf gleich an der Grenze zum Lubnan, und das US-Embargo legte unseren Handel lahm. Und dort war weit und breit der Ort, an dem man Pepsi, Kinex und Beton bekam. Damals hatte ich noch keinen Plan, ich hatte einfach Freude dran, mit meinem Jitto rumzufahren. Ich war halt noch zu jung, zu dumm und unerfahren. An Verständnis, Leid und Gram kam ich noch nicht ran, bis dann die Realität auf mich hereinbrach wie ein Damm mit Rissen dran. Denn 20 Jahre später stand ich als erwachsener Mann am gleichen Ort und sah das Leben dort mit anderen Augen an. Ein kleines Dorf, nicht mal mit 1000 Mann, dafür mit mehr Geschichten, als ich je berichten kann. Aber eine haftet doch bis heute immer noch meinen Gedanken an. Also dann, es gab dort einen Mann, an dessen Namen ich mich nicht erinnern kann. Er war ein schlichter Mensch von Land am Rand der Existenz und Unlex fing er irgendwann zu schmuggeln an. Jeden Tag begab er sich am Morgen sein Motorrad und Sorgen, so wie zwei Benzinkanistern voller Erde an den Rand der Grenze, wo Soldaten nur drauf warten, Schmuggler unter der Beweis, das zu begraben. Jedes Mal hat er die Prozedur ertragen, doch sie fanden niemals etwas, um ihn anzuklagen, obwohl sie immer zu annahmen, er würde darauf warten, dass sie es aufgaben, um dann die heißen Waren in den Benzinkanistern zu begraben. Lange ging es gut, dann hatte er halt schlechte Karten, als sie ihm eines Tages auf die Schliche kamen und ihn letzten Endes doch festnahmen, denn sie fanden seine illegalen Waren. Und so bleibt nur eine Frage übrig, oder nicht? Denn was ich damit sagen will, erübrigt sich. Ich denke, man kann's ahnen, aber schließlich möchte ich doch noch sagen, welche Taten sein Verhängnis waren. Denn Schakale schlagen Löwen, bis sie eine Zelle im Gefängnis haben, der hier landet durch Motorradhandel im Rahmen von den schiefen Bahnen. Denn er brachte morgens alte Maschinen in den Libanon und abends kamen dann die neuen Arten mit ihm nach Syrien zurück. Die Kanister halfen die Soldaten ein Stück abzulenken, aber irgendwann muss jedes Glück mal enden, genau wie dieser Text. Deswegen sag ich nur noch jetzt, da komm ich her, das bring ich mit, jetzt bin ich hier, denn das bin ich. Also sag mir, was brauchst du mit an den Tisch? My ancestors came from the island of Cuba. Sehr lange her ist es noch nicht, seitdem er hier war, vom Leben gezeichnet sein Gesicht. Und grau das lichte Haar, in seinen Augen konnte ich lesen, er hatte vieles schon gesehen, ein Lächeln umspielte seinen Mund, als er erzählte vom Geschehen. Euro amigo, plötzlich wollte ich verreisen in die alte Heimat auf der neuen Welt, jenseits von der großen Stadt. Den Zug verpasste ich und wollte nicht auf den nächsten warten, so entschied ich mich für die populärste der einheimischen Reisearten. Ich stand am Straßenrand im Osten von Havanna, jedes Mal hielt ich die Hand in den Wind, wenn ich ein Auto kommen sah. Schon der dritte hielt und nahm mich mit dem Seim im Palar. Die waren schon soft geflickt und 59 das Baujahr. Der Fahrer hieß Fassé. Der Wagen war sein ganzer Stall mit grünem Leder, die Sitze bezogen, die Armaturen aus Tropenholz. Der Motor ist noch original und hat noch niemals Schlapp gemacht. Erzählt was fehlt gleich zu Beginn, man konnte sehen, wie er lacht. In 44 Jahren hat sich schon einiges gesehen. Moiladina, so war das Fahrzeugname, gab er mir zu verstehen. Nicht nur Revolutionäre von Santa Clara hinauf. Sie haben gesiegt und Batista floh dann kurz darauf. Und wie du sicher weißt, kam dann eine bessere Zeit. Trotz Embargo und Yankee-Bedrohung, wir waren befreit. Ich weiß noch heute, als ob es gestern wär, wie auf dem Rücksitz meine kleine Juanita ungefähr. Dreimal in Formatan saß auf die Welt, kam langes her. Damals war ich Zuckerbauer mit meiner Frau, nicht so schwer wie heute ist es gewesen, als es je noch gab. Würde er sehen, wie's jetzt hier aussieht, bettete er sich in seinem Grab. Planina vor uns weiter an Santa Clara vorbei. Ich seh Touristen, leichte Mädchen und selten Polizei. Ja, so ist es nun, fährt auch José fort. Die Kinder und die Frau sind nun an einem anderen Ort. Denn als die Sowjets gingen und der große Umbruch kam, wollte niemand mehr Zucker und nicht nur ich wurde arm. Jeder schaut, wo er bleibt und dass er hat, was er kriegt. In dieser besonderen Zeit, der Pfeffer dem Dollar unterliegt. Ich bin glücklich, auch wenn ich viel mein eigen ist. Ich hab Planina um meine letzte Geigenfrist. Ich sagte er, wir waren kurz vor Trinidad. Ein Rumsen Knall, viel Rauch und Planina war Schachmatt. José war niedergeschlagen, jetzt nahm ihn Gott auch noch fies. Was ihm zuletzt noch geblieben, yo, dieser Schicksalsschlag war mies. Wir ließen sie hinter uns und ging zu Fuß den Rest des Weges. Ihm war das Herz nun so schwer und wie ich es sah, mich bewegte es. Er machte eine Pause und hielt kurz inne. Dann sagte er ganz ruhig zu mir, mit Müdigkeit in der Stimme: Ich möchte nun ruhen, mein Kind, später erzähl ich dir mehr über das Land und die Leute, dich interessiert's ja so sehr. Es war das letzte Mal, dass wir uns sahen und er von früher sprach. Er schlief am selben Tag für immer ein, etwas in mir zerbrach. Er war der letzte dieser Familienseite, soweit ich mich entsinne. Durch ihn erfuhr ich mehr darüber, wo ich herkomme und wer ich bin. So if your message ain't shit, fuck the records we sold. Cause if you go platinum,